Der Super Mario Bros. Film ist mit inzwischen über 1,1 Milliarden US-Dollar Einspielergebnis ein voller Erfolg und hat jedes Fanherz höher schlagen lassen. Dass es eine Fortsetzung geben wird, ist allen klar, auch wenn es bisher von Nintendo, Illumination oder Universal noch keine offizielle Ankündigung für Super Mario Bros. 2 gibt. Die Wartezeit bis zum neuen Film könnte auch einige Jahre andauern, wenn man bedenkt, wie viel Zeit zwischen anderen Fortsetzungen wie Minions oder Ich einfach unverbesserlich vergangen sind. Wir haben also genug Gelegenheit, uns Gedanken zu machen, wer der neue Bösewicht im zweiten Film sein könnte. Jack Black, welcher Bowsers Originalstimme in Teil 1 ist, hat zumindest schon einen Wunsch, wer ihn synchronisieren sollte. Vielleicht wird auch noch ein anderer Videospielcharakter, welcher im ersten Film keine Rolle gespielt hat, wichtig für die Story von Teil 2. Wir lassen in diesem Video anhand der bisherigen Fakten ein wenig die Fantasie spielen, wer der neue Bösewicht werden könnte. Das geht natürlich nicht ohne den ein oder anderen kleinen Spoiler zum Super Mario Bros. Film. Ihr seid also gewarnt. Ob Bowser noch einmal zurückkehren wird, bleibt abzuwarten. Stand jetzt bleibt er erst einmal in seinem Käfig im Pilzkönigreich. Jack Black sieht ihn zukünftig sogar eher an der Seite von Mario gegen eine noch größere Gefahr kämpfen. Doch wer könnte seinen Platz als Gegenspieler einnehmen? Ein naheliegender Kandidat ist Wario, ein alter Rivale von Mario. Der ist schon in vielen Spielen aufgetaucht und ist der perfekte Antagonist zu Mario, da er das genaue Gegenteil von ihm darstellt. Das fängt bereits bei seinem Äußeren an, denn mit dem W auf seiner Mütze und dem stacheligen Bart wirkt er wie der böse Zwilling des italienischen Klempners. Außerdem ist er gierig, egoistisch und setzt all seine Macht ein, um das zu bekommen, was er will. In den Spielen hat Wario bereits mehrmals versucht, Mario zu besiegen. Eine Möglichkeit für den neuen Film wäre es, dass Wario einen Plan ausheckt, um Bowsers Platz einzunehmen. Da Wario ebenfalls ein Mensch ist, könnte er nach dem Chaos in Brooklyn in das Pilzkönigreich gelangt sein. Vielleicht versucht Wario, die Kontrolle über das Pilzkönigreich zu übernehmen und es in ein Reich des Bösen zu verwandeln. Die perfekte Stimme für diese Rolle weiß Jack Black bereits. Er wünscht sich niemand Geringeren als Mandalorian und The Last of Us-Star Pedro Pascal als Neuzugang für den Super Mario Bros. Film 2. Zumindest in Sachen Schnauze kommt der Schauspieler der Rolle auf jeden Fall schon mal nah. Das Schöne an Wario als Bösewicht, er könnte direkt eine zweite, unterhaltsame Figur mitbringen. Denn so wie zu Mario dessen Bruder Luigi gehört, ist bei Wario auch Waluigi nicht weit. Die beiden würden auf jeden Fall viel Platz für kreative Einfälle in der Story bieten, da sie nicht ganz so bekannt sind wie Marios klassischer Gegenspieler Bowser. Wer ebenfalls eine wichtige Rolle im neuen Film einnehmen könnte, wäre unser alter Lieblingsdino Yoshi. Am Ende von Teil 1 sieht alles nach einem Happy End aus, doch der depressive Luma beschwört Böses herauf. Nachdem eigentlich schon alles vorbei ist, kommt Luma noch einmal auf die Leinwand und sagt, na, das war ja mal ein Happy End, oder etwa doch nicht? Und das, nachdem wir Bowser in der Mid-Credits-Szene im Kerker des Pilzkönigreichs haben schmoren sehen. Doch wie könnte er entkommen? Eine Sequenz in der Post-Credits-Szene hat uns bereits gezeigt, dass es etwas Besonderes nach Brooklyn geschafft hat. Nämlich nichts Geringeres als ein Yoshi-Ei. Ein freilaufender Yoshi könnte in New York für ein ordentliches Chaos sorgen, vor allem wenn es noch mehr seiner Art in die Welt der Menschen geschafft haben. Das könnte Bowser die Ablenkung bieten, die er braucht, um aus seinem Gefängnis zu entkommen. Leicht würde es aber sicher nicht für ihn werden, vor allem wenn es Mario und Luigi gelingen sollte, die wilden Yoshis zu zähmen. Wir freuen uns auf jeden Fall bereits auf das niedliche Reittier, das alles frisst, was nicht bei drei auf den Bäumen ist und auch mal den ein oder anderen Feuerball ausspucken kann. Und das waren ein paar Gedanken, wie es in Super Mario Bros. 2 weitergehen könnte. Was haltet ihr für möglich und haben wir eventuell jemanden vergessen, der einen super Bösewicht abliefern würde? Falls euch etwas einfällt, let's a go, damit in die Kommentarspalte.